Wir sind heute irgendwo im Wald unterwegs und haben kein bestimmtes Ziel. Ich besuche diesen Ort immer relativ gerne, weil hier eben eine große Artenvielfalt herrscht. Hier wächst überall Pteridium aquilinum oder auch Adlerfarn genannt. Farne gehören, wie ich finde, zu den interessantesten Pflanzen. Das Rhizom eines Adlerfarns kann über 1000 Jahre alt werden. Zudem ist diese Pflanze giftig, was sie natürlich für mich noch interessanter macht. Wenn ihr mehr über diese Pflanze lernen wollt, schreibt es in die Kommentare und ich werde ein Video dazu machen. Wir betreten nun eine Höhle. In diesen Höhlen wimmelt es nur von Tieren, aber kommt mit rein und seht selbst. Hier ist alles voller Spinnen, die auf vorbeifliegende Insekten lauern. Wenn euch dieses Video bis jetzt gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Kanal. Hier gibt es jede Woche mindestens 2 neue Videos über giftige Tiere und andere Themen aus der Biologie. Gleichzeitig rechts unten die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Seht ihr das da hinten? Das ist eine Erdkröte. Die Tiere verstecken sich tagsüber an dunklen und feuchten Orten. Erst in der Nacht kommen sie heraus. Erdkröten produzieren eine Reihe von toxischen Substanzen zu ihrer Verteidigung, darunter das halluzinogene Alkaloid Bufotenin. Jedenfalls sind Erdkröten für Menschen nicht gefährlich, solange man sie nicht stresst und anschließend ableckt. Das machen manche Menschen, um sich von der halluzinogenen Wirkung ihres Abwehrsekretes berauschen zu lassen. Bitte macht sowas nicht, das stresst die Kröte und ist nicht gesund. Ja, wollen wir sie nicht länger hier in ihrer Behausung stören? Und begeben uns wieder ans Tageslicht. Wie bleibt es rennen hier? Zeug runter. Hier sind noch weitere Spinnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.